Blasen an Händen und Füßen, soll man sie nun aufstechen oder nicht? Solange sie nicht wehtun, ist es sinnvoll, sie nicht aufzustechen, weil sie sich dann nicht so leicht infizieren können. Aber ein Pflaster über die Blase zur Polsterung und Schutz vorm Aufripseln ist anfangs durchaus sinnvoll. Wenn die Blase aber sehr stark spannt, dann tut sie weh, dann ist Aufstechen mit einer sterilen Kanüle oder ausgeglühten Nadel sinnvoll. Dadurch wird der Schmerz weniger. Allerdings ist die geöffnete Blase jetzt eine offene Wunde und damit infektionsgefährdet. Sie muss also sauber gehalten und desinfiziert werden, solange sie nässt. Das geht am besten mit einem Pflaster und PVP-Jodsalbe. Und zwar so lange, bis die Blase trocken ist, also der Wundgrund nicht mehr glänzt und Krusten sichtbar sind. Geduld ist angesagt. Das kann schon einige Tage dauern. Die neue Haut ist noch sehr dünn und verletzlich. Dann hilft eine Hautpflege mit einer panthenolhaltigen Wund- und Heilsalbe.